Willkommen zurück beim Let's Play von TKKG, Elf Film ab, wir sind im vierten Part und wir haben uns gerade von Sissy aus der Apotheke einen schönen Ausweis für das Studiogelände hier besorgt, denn sie leitet einen Fanclub und Gabi kann jetzt mit diesem Ausweis aufs Gelände. Und ja, das ist hier Maya anscheinend, die auch eine Schauspielerin in der Serie ist, die haben wir gerade schon befragt. Hä? Dein Geländeausweis, junge Dame. Ja, den können wir nämlich jetzt vorzeigen. Lassen Sie mich bitte durch. Ich gehöre zu einem Fanclub. Mein Name ist Gabi Glockner. Dein Clubausweis bitte. Haben wir doch dabei. Drogen? Die tragen die ganze Zeit diese Ecstasy-Tabletten mit rum. Hier, mein Ausweis. Alles klar, Gabi Glockner. Mit dem übertragbaren Clubausweis darfst du jederzeit auf das Studiogelände. Zu melden brauchst du dich nicht mehr, du kannst immer gleich durchgehen. Da bedanke ich mich recht herzlich. Wieso wird dir der Name aufgeschrieben? Mit dem Clubausweis kann doch jeder durch. Du kannst jetzt durch. Mal sehen, ob ich Mikey auf Anhieb finde. Dann ziehen wir die Szene mit Maya vor. Dazu brauchen wir Mikey nicht. Okidoki. Guten Tag. Erwähnten Sie gerade Mikey Hobler? Du bist vom Fanclub? Hör mal, ich habe wenig Zeit, also mach es kurz. Siehst du das Licht nicht? Es wird gedreht. Jetzt ist keine Zeit für einen Blick hinter die Kulissen. Voll blöd. Können ja nirgends hin. Befindet sich Mikey in seiner Garderobe? Schön wär's. Weiß der Geier, wo er sich gerade herumtreibt. Er sollte am Set sein. Hast du ihn vielleicht gesehen? Leider nein. Leider nicht. Ja. Oh, und genau, wir müssen jetzt gar nicht mehr hier zum Eingang, sondern wir haben direkt drei verschiedene Orte auf dem Gelände, wo wir hin können. Nämlich einmal die Daily Soap Hallen, das ist da, wo wir jetzt gerade waren, sieht man an der roten Flagge. Dann noch Einlass zur Quiz Show, die auch auf dem Gelände ist, offensichtlich. Und ein Nebengebäude. Gehen wir aber erst nochmal hier hin. Befindet sich Mikey in seiner Garderobe? Teilt sich Maya Kleinschmidt ihre Garderobe mit Mikey? Locker nicht. Maya und Mikey? Niemals. Maya ist diszipliniert und Mikey ein Chaot. Maya hat sogar auf eine eigene Garderobe verzichtet. Sie meint, sie wolle hier nur arbeiten und sich nicht häuslich einrichten wie manch andere Kollegen. Tja, diese bissige Bemerkung galt wohl Mikey. Jetzt ist keine Zeit für einen Blick hinter die Kulissen. Schade. So, dann gehen wir mal zum Einlass der Quizshow. So viele Kameras. Ob die einen auch belauschen können? Mann, das wird ja besser bewacht als vor Nox, wo die Amerikaner ihre Goldvorräte lagern. Ja, krank. Nein, das würde auffallen. Frisch gefragt, das Quiz der Quiz mit Patrick Partout, alles live. Auf keinen Fall. Nachher bekomme ich Ärger. Ja, super, wir dürfen jetzt hier nirgends rein und dann? Das ist doch total blöd. Gehen wir nochmal hier hin. Vielleicht sitzt Mikey Hobler in der Maske und lässt sich schminken. Na sicher, mal gucken. Keiner da. Hallo, Sie! Juhu! Also da soll mich doch... Freund, hier wird nicht gejuhutet. Wo sind wir denn? Auf der Kirmes? Ich möchte sofort meine Ruhe haben. Sofort! Entschuldigung. Wie ist der denn drauf? Okay, können wir dann auch mal hingehen und ist Gabi dann anders drauf oder juhutet sie schon wieder? Hallo, Sie! Okay. Keiner da. Okay, also im Endeffekt konnten wir jetzt hier überall hingehen, aber es hat echt überhaupt nichts gebracht. Okay, aber mit den anderen können wir noch zum Eingang gehen. Das hatten wir ja noch nicht gemacht. Ich weiß nicht, ob es was bringt. Hoch auf dem gelben Wagen sitz ich beim Schwager vorn. Das klingt echt grausam.
Hallo, ich bin Tim. War das eben nicht ein bekanntes Volkslied? Ach, der Trottel von Pförtner macht sich darüber lustig, dass ich einen Song auf Englisch einspiele und für meine Karriere bloß meinen Vornamen verwende. Maja klingt aber einfach besser als Maja Kleinschmidt. Ich will doch international sein. Der Heini meint, wenn ich Deutsch sänge, würde ich kläglich versagen, Arschloch. Oh, nettes Wort. Wann kommt denn deine CD heraus? Zur 1500. Folge von Liebe macht Laune. Da wird mein Videoclip gleich in der Serie eingebaut und... Ups, ich habe nichts gesagt. Laut Vertrag darf ich nicht ausplaudern, was auf lange Sicht in der Serie geschieht. Andernfalls muss ich eine saftige Strafe zahlen. Keine Sorge, ich werde daheim kein Wort über die Serie verlieren. Okay, wir waren bei Episode 1440, das heißt noch 60 Episoden, das heißt noch 12 Wochen. Rein kommen wir eh nicht mit Tim, aber wir können ja sie noch ein bisschen befragen. Wann kommt denn dann? Spielst du nicht die Ellie in Liebe macht Laune? Aber ja, ich weiß, du hast mich kaum erkannt. Sie schminken mich immer so schrecklich und geben mir diese Klamotten, die nun wirklich keinen Stil haben. Privat bin ich da ganz anders. Dein Outfit ist wirklich cool. Und du hast recht. In Natura kommt dein wahres Talent erst so richtig zum Vorschein. Wie ist er denn drauf? Oder diese Rolle. Oh, Schwester! Du, mein Eigenblut, Ismene! Sag einen Fluch von Ödipus, den Zeus nicht schon erfüllt in unser beider Leben. Alles klar, Maya. Hi, ich bin Karl Vierstein. Fängt so nicht eine antike Tragödie von Sophokles an? Du hast es erkannt, ja? So beginnt Antigone. Endlich mal kein Kunstbanause. Bei entsprechender Akustik wie in den alten Amphitheatern käme ich natürlich besser rüber. Sicher. Spielst du Theater? Mir liegen bisher nur Angebote von ganz popligen Veranstaltungen vor, deren Moderation ich übernehmen soll. Ich warte, bis sich für mich eine wirklich große Herausforderung ergibt. Oh, verstehe. Spielst du Theater? Was tust du gegen Lampenfieber? Dagegen hilft die Gewissheit, meinen Text im Griff zu haben, von den Kollegen toi 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 gewünscht zu bekommen und eine Kanne Kamillentee. Der beruhigt ja ungemein. Ich mag keinen Kamillentee. So, dann nochmal mit Klößchen. Und wie klingt das? Vergiftet meine Milch zu Galle, füllt mich vom Scheitel bis hinab zur Sohle randvoll mit wilder Grausamkeit. Also Maya. Bravo, das klang ja hochdramatisch. Ich will nicht angeben, aber ich habe auch mal auf der Bühne gestanden. In der 4. Klasse war ich Hauptdarsteller in dem Stück Der Weihnachtsmann hat nichts anzuziehen. Du Was? Willst doch nicht eine plumpe Schulaufführung mit meiner Shakespeare-Darbietung vergleichen. Schweig! Kein Wort! Wo hast du deine Schauspielausbildung gemacht? Ich bin in Selbstdisziplin geübt und habe mir mein Repertoire nach einer langweiligen Schneiderlehre ganz alleine erarbeitet. Donnerwetter! Ich hätte dich auf höchstens 2022 geschätzt. Naja. Wo hast du denn... Ist es anstrengend, so geschwollen zu reden? Geschwollen? Du meinst ausdrucksstark. Die richtige Aussprache verleiht selbst einfachen Sätzen Schliff. Hör zu. Ottos Mops hopst. Ottos Mops hopst. Kommt Ottos Mops? Kommt Ottos Mops? Ottos Mops kommt. Ottos Mops hopst. Ottos Mops kotzt. Oh, oh, Otto. Was? Ottos Mops kotzt. Wovon reden die eigentlich? Ja, aber im Endeffekt haben wir irgendwie ja schon wieder alles hier durchgemacht. Wir sind übrigens noch kein Stück weiter. Immerhin auch schon im 4. Part. Ich habe auch schon vermutet oder bei anderen gesehen, dass die neuen Spiele halt insgesamt echt deutlich länger dauern. Wir gucken mal in die Notizfunktion. Da hatten wir nämlich zuletzt nur 6 Notizen. Nummer 7. Sissy leitet einen Limal-Fanclub für Frauen und Mädchen. Sie besitzt einen übertragbaren Clubausweis. Dank Sissys Clubausweis darf Gabi auf das Filmgelände Grüneberg. Vielleicht findet sich für die Jungs eine ähnliche Möglichkeit.
Okay, also müssen wir das jetzt suchen. Das ist ja quasi ein Hinweis. Entschuldigung, darf ich auf das Gelände? Kein Durchgang ohne Genehmigung. Vorschrift ist Vorschrift. Na gut, Oh, 5 Fragen an Maya. Das ist ja schon mal doll. Wie ist denn die Zusammenarbeit mit Mikey Hobler? Ich versuche mal eine zu finden, die was mit aufs Gelände kommen. Sind die da? Wo wende ich mich hin, wenn ich Statist werden will? Ja, das klingt doch gut. Sind die Dreharbeiten nicht sehr anstrengend? Wie stehen die Chancen mit deinem Song in die Schatten? Wie lange wirst du in Liebe macht Laune mitspielen? Wo wende ich mich hin, wenn ich Statist werden will? Nehmen wir mal das Ding. Statist? Naja, wir haben ja alle mal klein angefangen. Ich könnte mir vorstellen, dass so ein stattlicher Bursche wie du die nötigen Qualitäten besitzt. Am besten, du wendest dich an ein Castingbüro. Die vermitteln Statisten an die Produktion. Da gibt es eine Agentur namens Goodwill in der Geschwister-Scholl-Straße. Nur so als Tipp am Rande. Castingagentur Goodwill. Danke für den Hinweis. Da werde ich mich mal bewerben. Ja, sicher. Da können wir nämlich jetzt hingehen, oder was? Da ist sie. Castingagentur. Ab dafür. Hi, ich bin Peter Carsten. Meine Freunde nennen mich Tim. Ich habe gehört, Sie vermitteln Statistenjobs. Ich würde gern mein Taschengeld aufbessern. Groß, schlank, sportlich, engagiert, nette Erscheinung. Nein, tut mir leid. Ich fürchte, wir haben für dich keinen Bedarf. Oh, und ich dachte, das alles würde für mich sprechen. Der Schlosser von Rimini war der Durchbruch für Doremi Faso. Er brillierte vor allem in Actionfilmen. Der Mann war mehrmals für den Oscar nominiert. Vor wenigen Jahren ist er auf seinem Weingut bei Hollywood gestorben. Ach, der ist schon tot. Vermitteln Sie auch Stuntmänner? Nein, wir haben uns auf Seifenopern spezialisiert. Nun gut, wir vermitteln inzwischen sogar Kandidaten und Zuschauer für Fernsehshows. Die Nachfrage ist enorm. Es gibt übrigens Arbeitsgemeinschaften der Filmwirtschaft, die Workshops für Stunt-Interessierte anbieten. Hm, das klingt ja mehr nach Schulbankdrücken als nach Action. Ja, dann geht's nochmal hin hier zur Agentur. Woher stammt die Bezeichnung Seifenoper? Vermitteln Sie aus wo? Alles begann vor 70 Jahren im amerikanischen Radio. Eine Firma für Seifen suchte nach einem Werbespot und hatte da eine nette Idee. Warum nicht eine Handlung drumherum erfinden? So entstanden die Herzschmerzgeschichten, wie man sie bis dato aus der Oper kannte. Unterbrochen von Werbung für Waschmittel und Co. Später übernahm das Fernsehen diese Seifenopern. Es funktioniert noch heute. Tja, nur statt der Hausfrauen hocken sämtliche Mädchen vor der Glotze. Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit, da würde ich sagen, wir besuchen die Agentur nochmal mit den anderen. Guten Tag, ich heiße Karl Vierstein. Ich würde mich gerne in Ihre Kartei für Kleindarsteller aufnehmen lassen. Ein Brillenträger? Da haben wir bereits ein paar Dutzend. Der Strebertyp wird von den Soaps immer mal angefragt. Aber zurzeit? Nein, sieht schlecht aus. Falls du auch ohne Brille sehen kannst oder Kontaktlinsen trägst, ja, dann... Ohne Brille bin ich blind und Kontaktlinsen vertrage ich nicht besonders. Schade. Vermitteln Sie dann auch Kandidaten an die Quizshow mit Patrick Partout? Wir sind die Anlaufstelle für alle Kandidaten, die vorab das Telefonquiz bestanden haben. Wenn du dich bewerben möchtest, nur zu. Patrick Partout sucht für Frisch gefragt neuerdings auch Schüler. Einzelheiten stehen auf dem Flyer. Es kann ja nicht schaden, mal einen mitzunehmen. Ja, sicher. Nehmen wir doch mal einen mit. Frisch gefragt, das Quiz aller Quizze. Jetzt doch für Schüler. Werde Tageskandidat, mach den ultimativen Test, wähle 090 58 27 und finde die richtige Antwort auf 3 Fragen. Mit etwas Glück wirst du unser nächster Kandidat. Mach mit und gewinne ein Gruppenticket für den aufregenden Vergnügungspark Snappyland, der im Frühjahr seine Tore öffnet. Und was steht da ganz klein? 12 Cent pro Viertelminute. 12 Cent pro Viertelminute mal 4 macht 48 Cent pro Minute. Wenn die ganze Sache auch nur 5 Minuten dauert, bin ich mal 5, 2,40 Euro los. Mann, die wissen, wie man Kohle macht. Schade, dass meine Eltern keine Millionäre sind. Gereizt hätte es mich schon. Ja, aber grüß jetzt Eltern. Naja. Wie sind Sie zu Ihrem Job gekommen? Ich bin eigentlich Sprachpädagoge. Meine spätere Chefin kannte mich bereits, als ich Coach bei Liebe, Macht, Laune war.
Meine Aufgabe war es, mit den jungen Darstellern Sprech- und Bewegungsübungen zu machen. Sitzt die Aussprache, stimmt die Betonung, alle wichtigen Tipps eben. Ich besitze eine gute Menschenkenntnis. Laila Abendroth hat ganz richtig erkannt, das ist Grundvoraussetzung für Castings und mich eingestellt. Dann haben Sie eine Art Röntgenblick für den Charakter. Ja, das war's auch schon wieder mit dem vierten Part. Und weiter geht's dann um 5. Bis dann, ciao.